Im Namen der Stadt Krems darf ich zur Gedenkveranstaltung für die Opfer der Massaker von Kremsstein hier am Friedhof recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Eva Hollerer, ich bin Vizebürgermeisterin in Krems. Wir sind heute hier zusammengekommen, um jener zu gedenken, die am 6. und 7. April 1945 von der SS unter Mithilfe ortsansässiger Nationalsozialisten ermordet wurden. Die Tragik des Verbrechens liegt in der Tatsache, dass noch nach der Entlassung aus den Gefangenenlagern im Blutrausch und in blinder Verblendung die Inhaftierten gejagt und regelrecht hingerichtet wurden. Aus Tschechien. Josef Ficker mit 59 Jahren ermordet. Vladislav Gojniček 29. František Hrabčík 36. Josef Jelínek 36. Ferdinand Klimt 46. František Kotzwelda 32. František Kotík 57. Karel Kouba 43. Jan Kouzil 22. František Kratochvíl 33. Evžen Lach 31. Doktor Robert Milata 31. Ludvík Mucalík 33. Jaroslav Neužil im Alter von 46 Jahren ermordet. Aus Kroatien. Eden Ali Basic 21 Jahre. Marin Kaktas 47 Jahre. Dervis Emic 22 Jahre. Anton Filipovic 23 Jahre. Hasan Imamovic 22 Jahre. Ivan Balasic 22 Jahre. Josef Köhler 33 Jahre. Adam Krpetic 23 Jahre. Ivan Lekic 22 Jahre. Hovoje Modric 20 Jahre. Max Mucinak 22 Jahre. Dragutin Novosel 24 Jahre. Cemal Softic 21 Jahre. Stanislaus Horvath 20 Jahre. Anton Tobias 22 Jahre. Marko Vukovic 31 Jahre. Jorde Cevetic 47 Jahre. Aus Österreich Alois Hütter 16 Jahre. Anton Jaksch 59 Jahre. Franz Jamanek 34 Jahre. Leopold Jech 46 Jahre. Johann Jessner 54 Jahre. Heinrich Kammel 57 Jahre. Karl Katzjäger 59 Jahre. Eligius Kedel 56 Jahre. Josef Klammler, 35 Jahre. Johann Glatzer, 46 Jahre. Blasius Köck, 59 Jahre. Georg Kofler, 47 Jahre. Anton Konopski, 55 Jahre. Johann Kobatz, 37 Jahre. Johann Korbe, 41 Jahre. Aus Österreich. Josef Zelot, 36 Jahre. Anton Ebenteuer, 55 Jahre. Gustav Sporer, 43 Jahre. Dr. Gustav Adolf Kulnig,
42 Jahre. Dr. Eduard Steinwender, 49 Jahre. Friedrich Stillner, 47 Jahre. Johann Suppinger, 42 Jahre. Oswald Cherton, 75 Jahre. Johann Walcher, 46 Jahre. Josef Wegscheider, 56 Jahre. Alois Westermeier, 32 Jahre. Anton Wirgel, 33 Jahre. Rudolf Zwaster, 34 Jahre. Aus Österreich, Otto Zieser, 44 Jahre. Franz Dollesal, 40 Jahre. Julius Draxler, 21 Jahre. Franz Drobitz, 47 Jahre. Norbert Eberhard, 37 Jahre. Karl Eder, 41 Jahre. Johann Feist, 38 Jahre. Lambert Fellner, 43 Jahre. Franz Fierler, 41 Jahre. August Fierler, 43 Jahre. Anton Fischter, 39 Jahre. Wilhelm Freudenreich, 29 Jahre. Karl Frühwirt, 31 Jahre. Leopold Führich, 42 Jahre. August Geisch, 62. Aus Österreich, Gustav Gebhardt, 43 Jahre. Johann Glanzschneck, 32 Jahre. Wilhelm Glatzl, 29 Jahre. Franz Glatzl, 75 Jahre. Martin Johann Glaubenkranz, 67 Jahre. Dr. Anton Granik, 43 Jahre. Franz Granner, 34 Jahre. Theodor Gruber, 57 Jahre. Karl Gscheider, 59 Jahre. Karl Hardinetz, 61 Jahre. Franz Hirsch, 38 Jahre. Alfred Hofbauer, 46 Jahre. Andreas Hofer, 29 Jahre. Josef Hofer, 59 Jahre. Franz Hölscher, 37 Jahre. Aus Polen, Rudolf Blecher, 38 Jahre. Dr. Karl Englisch, 63 Jahre. Ingenieur Tadeusz Kiślański, 43 Jahre. Marian Morawski, Alter unbekannt. Dr. Johann Mrożek, 31 Jahre. Stanisław Skurka, 32 Jahre. Aus Österreich, Ludwig Albrecht, 54 Jahre. Karl Angelmann, 45 Jahre. Josef Arndtner, 54 Jahre. Franz Bauer, 38 Jahre. August Baumgartner, 53 Jahre. Franz Bernthaler, 55 Jahre. Josef Bichler, 46 Jahre. Josef Bühne, 46 Jahre. Franz Bruckner, 53 Jahre. Aus Tschechien, Gustav Osana, 35 Jahre. Franz Prage, 54 Jahre. Johann Schachermeier, 48 Jahre. Ulrich Skodlin, Alter unbekannt. Georg Slava, 36 Jahre. Josef Sliss, 51 Jahre. Franz August Skotowski, 27 Jahre.
Franz Franka, 69 Jahre. Nationalität unbekannt. Fritz Blumenröder, Alter unbekannt. Adam Cinciala, 36 Jahre. Helmut Hüsken. Thomas Jäger. Rudolf Kniese. Engelbert Kolb. Gennaro Lipardi. Rudolf Kornfeind, 33 Jahre. Anton Kraxner, 37 Jahre. Josef Kinzel, 33 Jahre. Rudolf Leimer, Alter unbekannt. Bartholomäus Lercher, 49 Jahre. Franz Ludwig, 56 Jahre. Karl Nuttenberger, 42 Jahre. Rudolf Makowitzka, 51 Jahre. Rudolf Meierhofer, 47 Jahre. Anton Mörzinger, 43 Jahre. Johann Mosek, 39 Jahre. Johann Moser, 50 Jahre. Andreas Muchart, 49 Jahre. Josef Müller, 34 Jahre. Josef Netoczny, 38 Jahre. Aus Litauen, Diplom-Ingenieur Eugen Rakunas, 38 Jahre. Aus Österreich, Josef Neuhold, 47 Jahre. Johann Nowak, 69 Jahre. Alfred Wartenberg, 18 Jahre. Leopold Otruba, 44 Jahre. Karl Pelikan, 43 Jahre. Dr. Wilhelm Piller, 53 Jahre. Johann Pinter, 68 Jahre. Josef Pinter, 54 Jahre. Eduard Pohl, 32 Jahre. Marian Port, 46 Jahre. Franz Posot, 34 Jahre. Ferdinand Braha, 48 Jahre. Josef Bratscher, 58 Jahre. Franz Brickrill, 43 Jahre. Ich darf die Grußbotschaft der griechischen Botschafterin verlesen. Anlässlich des 78. Jahrestags vom Massaker in Stein. Anlässlich des heurigen 78. Jahrestags vom Massaker in Stein verehren wir heute die Opfer dieses abscheulichen Verbrechens des Nationalsozialismus. Am 6. April 1945, nur einen Monat vor dem Kriegsende, wurden viele hundert Insassen, entweder im Zuchthaus oder in der Umgebung, von Gendarmerieeinheiten und Volkssturmtruppen erschossen, obwohl sie früher nach der Entscheidung der nationalsozialistischen Justizverwaltung vom Zuchthaus freigelassen worden waren. Was Griechenland betrifft, von den 373 Männern kamen 89 ums Leben. Und bei 18 wissen wir leider noch nicht, was von ihnen aus ihnen geworden ist. Ich möchte ganz herzlich Herrn Dr. Robert Streibel und Herrn Magister Karl Reeder danken für ihre Bemühungen, um das Schicksal dieser Überlebenden und dieses Schicksal ans Licht zu bekommen. Auch das griechische Rote Kreuz führte eine mehrmonatige Untersuchung mit spannenden Ergebnissen über dieses Thema durch. Hoffentlich lernen wir mehr in Zukunft über diese Menschen. Von den Überlebenden möchte ich ganz besonders den Fall von Gerasimos Garnelis erwähnen, der trotz seiner schweren Verletzungen von den Schüssen von SA und SS unter dem Leichenhaufen des Blutbads überleben konnte. Er hatte auch für die Errichtung des griechischen Denkmals im Jahr 1946 gesorgt. Anlässlich des 70. Jahrestags des Massakers im Jahr 2015 wurde ein Weg in Krems an der Donau zu seiner Ehre benannt. Meine Damen und Herren, Verbrechen wie das Massaker von Stein sollten niemals wiederholt werden. Die Wurzeln solcher Verbrechen, nämlich der Totalitarismus
Der Rassismus und der Antisemitismus müssen dauerhaft eliminiert werden. Dafür sind wir alle den künftigen Generationen gegenüber verantwortlich. Das Gedenken der Opfer des Massakers von Stein und aller Massaker und Gräueltaten des Faschismus verehren wir zutiefst heute und auf ewig. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, Katharine Koeker, Botschafterin von Griechenland in Österreich. Ich darf mit der Verlesung der griechischen Opfer fortsetzen. Michael Theodorisidis, 20 Jahre. Saraflis Theologou, 31 Jahre. Michael Thomaidis, 21 Jahre. Aristoteles Trifonas, 34 Jahre. Dimitrios Tsangarakis, 56 Jahre. Dimitrios Tsardanellis, 28 Jahre. Michael Tsimpoglou, 27 Jahre. Konstantinos Tuslagis, 20 Jahre. Evangelos Viludis, 23 Jahre. Dimitrios Vafidis, 21 Jahre. Dimitrios Varellas, 23 Jahre. Michael Xantopoulos, 47 Jahre. Konstantinos Zachariadis, 21 Jahre. Georgios Tsatas, 20 Jahre. Christos Tsifoudis, 25 Jahre. Aus Slowenien. Leopold Beleskovic, 48 Jahre. Jakob Jurkovic, 19 Jahre. Franz Kosar, 32 Jahre. Cyril Kukovets, 19 Jahre. Johann Lach, 33 Jahre. Felix Pichler, 30 Jahre. Alexander Prapper, 23 Jahre. Josef Rupar, 24 Jahre. Emil Czernowitz, 38 Jahre. Jože Župančič, 35 Jahre. Nationalität und Alter unbekannt sind von Franz Plakowski, Franz Slivka, Virgilio Stevenino und Rudolf Usler. Aus Italien Pietro Boselli, Caccianci Celso, Florin Donati, Giuseppe Fiume, Iginio Gasparini, Mario Iubati, Saverio Leone, Lorenzo Mametti, Giuseppe Ravoni. Aus Serbien Peter Hell, 36 Jahre, Bozida Markinovic, 33 Jahre, Mio Dragmoner, 33 Jahre, Heinrich Scholler, 61 Jahre, Dragoslav Stojanovic, 19 Jahre, Milorad Tadic, 24 Jahre, Mileta Vranov, 21 Jahre. Aus Griechenland, Alexandros Alvanopoulos, 56 Jahre, Thomas Andalakis, 33 Jahre, Michalis Antoniadis, 33 Jahre, Isaac Arapian, 24 Jahre, Ginosios Ardavanis, 50 Jahre, Lazaros Argyriadis, 29 Jahre, Konstantinos Agriis, 18 Jahre, Ioannis Asimakopoulos, 24 Jahre, Argerinos, 26 Jahre, Anastasios Bakalis, 49 Jahre, Athanasios Baklavas, 31 Jahre, Vasilios Bantos, 42 Jahre, Dimitrios Bertsas, 23 Jahre, Dimitrios Bokakos, 19 Jahre, Konstantinos Bouras, 37 Jahre. Aus Griechenland, Georgios Pandazoglou, 30 years old. Vasilios Papadopoulos, 33 years old. Georgios Papadopoulos, 37 years old. Nikolaos Paraskevas, 21 years old. Georgios Parthenis, 33 years old.
Ioannis Patis, 33 years old. Alexandros Perdikomatis, 37 years old. Georgios Petromanos, 36 years old. Philippos Ramphos, 29 years old. Georgios Rumbos, 32 years old. Stavros Svetsas, 27 years old. Nikolaos Simeonidis, 32 years old. Konstantinos Skinidis, 37 years old. Marinos Stefanopoulos, alter unbekannt. Ευστράτιος Τάταλος, 29 years old. Νικηφόρος Σέλας, 19 years old. Δημήτριος Γέκας, 24 years old. Aus Rumänien, Franz Deutscher, 41 Jahre alt. Georg Susegan, 23 Jahre alt. Aus Österreich, Balthasar Reiter, 69 Jahre alt. Bruno Riedmann, 34 Jahre alt. Franz Rudorfer, 33. Hieronymus Rumpf, 54 Jahre alt. Josef Ruther, 60 Jahre alt. Johann Schicktanz, 51 Jahre alt. Friedrich Schneller, 32 Jahre. Oskar Schnofel, 37 Jahre alt. Anton Schnutt, 50 Jahre alt. Franz Schörgi, 58. Ludwig Sonnenwald, 21 Jahre alt. Karl Sorko, 29 Jahre alt. Antonio Spagnolo, 30 Jahre alt. Aus Deutschland, Ludwig Deppe, 21 Jahre. Alfred Körner, 35 Jahre. Christoph Müller, 29 Jahre. Emil Rudel, 59 Jahre. Aus Frankreich, Emilien Callot, 27 Jahre. Antonio Castagnetto, 22 Jahre. Gustav Fernand, 22 Jahre. Jakob Fix, 35 Jahre. Hugues Poisson, 21 Jahre. Roger Thibergeur, 24 Jahre. Louis Venne Brauke, 18 Jahre. Aus Griechenland, Christos Levanditis, 30 Jahre. Militares Limnaeos, 23 Jahre. Konstantin Limnaeos, 26 Jahre. Panayotis Itasas, 48 Jahre. Georgios Macheras, 29 Jahre. Vasilio Malatos, 23 Jahre. Dimitrios Mandis, 18 Jahre. Dimitrios Maniatis, 21 Jahre. Dimitrios Margaritis, 30 Jahre. Nikolas Mamarinos, 23 Jahre. Ilias Michalas, 30 Jahre. Theodosios Monos, 50 Jahre. Isaac Nikolaidis, 48 Jahre. Ioannis Nikolaidis, alter unbekannt. Aus Ungarn, Ludwig Glatz, 44 Jahre. Andreas Rudolf Mosch, 49 Jahre. Aus Griechenland, Kimon Karamis, 41 Jahre. Marios Katsisavas, 24 Jahre. Leonidas Kukumialos, 47 Jahre. Nikolaos Tsitrikou, 22 Jahre. Alexander Daktylas, 28 Jahre. Dimitrios Dardaganis, 56 Jahre. Stavros Dimakis, 34 Jahre. Ioannis Dimitriou, 21 Jahre. Antonios Dimitriou, 33 Jahre. Konstantinos Dinyaklios, 28 Jahre. Antonis Gallias, 62 Jahre. Nikolas Gekas, 40 Jahre. Vasilios Georgiadis, 29 Jahre. Aus Georgien, Ladislaus Chortulanski. Aus Griechenland, Ioannis Giabanis,
22 Jahre. Anastasios Ginis, 32 Jahre. Josef Haliblis, 45 Jahre. Konstantinos Ikonomou, 23 Jahre. Vasilios Kakaratsas, 31 Jahre. Georgios Kalantzis, 34 Jahre. Dimitrios Kalpakas, 21 Jahre. Ioannis Karvunis, 23 Jahre. Marinos Kokotas, 55 Jahre. Kostas Kondas, 28 Jahre. Anastasios Konstantinou, 38 Jahre. Panayotis Koutris, 23 Jahre. Georgios Krikelis, 34 Jahre. Zafirios Kouratos, 32 Jahre. Daniel Kyriakos, 24 Jahre.